Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder zu Chris Hilton Potente Gesundheitsküche. Ich muss mich ein bisschen zurücklehnen, weil sonst komme ich nicht ganz aufs Bild. Ich hoffe, das ist okay. Ich freue mich, dass ihr da seid und heute haben wir ein sehr interessantes Thema und zwar geht es um das Thema Einweichen von Nüssen und Samen. Ihr habt ja schon in einigen meiner Videos, zum Beispiel in dem Nutella-Video, gesehen, dass ich dort die Haselnüsse einweiche. Also Haselnüsse, ich hoffe, dass man sie hier sieht. Das gleiche gilt aber auch zum Beispiel für Bohnen oder, und jetzt kommt's, für Getreide. Habt ihr auch sicher schon mal irgendwo gehört, dass irgendwelche Leute, die sich so vegan ernähren, auch ihre Sprossen einweichen und dann die Keimlinge zu essen. Ne? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum eigentlich, warum wird das gemacht? Vorab möchte ich noch kurz sagen, dass sehr viele Menschen bestimmte Nüsse oder Samen oder so, wie so gesagt, diese Bohnen, dass sie die nicht vertragen und sagen, wenn ich das esse, dann kriege ich eine allergische Reaktion oder ich fühle mich unwohl und so weiter. Diesen Leuten möchte ich ans Herz legen, schaut euch dieses Video mal an, probiert es aus mit einer ganz kleinen Menge und schreibt mir dann, ob es geholfen hat. Es geht nämlich um Folgendes. Die Mutter Natur ist ja genial. Ne? Also zumindest auf jeden Fall genialer wie unsere Lebensmitteldesigner, die uns den ganzen Schwachsinn verkaufen, fertig gepackte Sachen und so weiter. Stellt euch das einfach mal vor, so eine Nuss hängt am Baum, ne? Und fällt runter auf die Erde oder auch eine Bohne liegt da. Das ist ja sozusagen der Samen dieses Baumes. Und wenn ihr euch jetzt sowas anschaut, so eine Bohne zum Beispiel, die jetzt hier trocken ist, die habe ich jetzt ein halbes Jahr bei mir rumliegen, die werden ja, oder hier das Getreide, das hält ja Monate und Jahre lang, ohne dass es kaputt geht und wenn ihr es dann einpflanzt, dann kommt eine Pflanze raus. Also die Natur hat es so eingerichtet, dass diese Lebensgeister, sage ich mal, die Lebensgeister, die da drin stecken, dass die sozusagen beschützt werden von der Pflanze und sagen, okay, ich halte dich sozusagen auf Standby und in dem Moment, wie die Umweltbedingungen geeignet sind, in dem Moment keimst du. Und die Umweltbedingungen in dem Moment ist natürlich Wasser. Ist klar, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Nuss auf den trockenen Boden fällt, dann bleibt die da liegen. Aber wenn es dann irgendwann regnet und der Boden weicht auf, die Nuss kann so ein bisschen einsinken, dann würde das Wasser in die Nuss eindringen. Die Nuss saugt es auf und das ist für die Nuss oder für den Samen das Signal zu sagen, ich habe jetzt geeignete Umweltbedingungen und jetzt keimst du. Und die Frage ist, warum macht die Nuss das? Und zwar ist es so, dass in dem Moment, wie die Nuss oder die Bohne oder der Samen keimt, die Abwehrmechanismen der Nuss oder des Samens außer Kraft gesetzt werden. Das bedeutet, dass auch Pflanzen sich verteidigen gegen Fressfeinde und sich verteidigen gegen schlechte Umweltbedingungen. Also das ist nicht einfach nur auf dem Baum, damit wir uns daran satt essen können, sondern das hat, die Nuss hat ja wirklich einen Abwehrmechanismus. Und über diesen Abwehrmechanismus und über den Schutz in der Nuss, in der spreche ich heute. Das ist auch nicht besonders kompliziert, das ist auch nicht besonders viel, aber hört euch das mal an. In diesen Samen sind Enzymblocker eingebaut, die zwei Aufgaben haben. Auf der einen Seite sorgen die Enzymblocker dafür, dass die Pflanze sozusagen nicht keimt und auf die perfekten Umweltbedingungen wartet. Und auf der anderen Seite schützt sie sich mit den Enzymblockern gegen Fressfeinde, indem sie die ganzen Nährstoffe in dem Samen blockiert. Da sind unter anderem Phytate, Tannine und Phytogene drin. Und ich schreibe euch auf meine Webseite Chris Hilton, mache ich euch einen Link rein. Da könnt ihr euch wissenschaftlich das mal raussuchen, was da eigentlich drin ist und was da passiert. Ich möchte es heute nicht zu tief erklären. Ich möchte euch nur sagen, dass diese Enzymblocker dafür sorgen, dass wir erstens nicht an die Nährstoffe rankommen, die da drin sind und zweitens, dass das, was wir dann am Ende aufnehmen, sozusagen für uns nicht besonders gesund ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang von Antinährstoffen sprechen. So, wie können wir dieser Sache entgehen? Wir entgehen der Sache ganz einfach, indem wir die Pyrinsäure, die da drin ist, ausschwemmen und die Enzymblocker in dieser Bohne oder in der Nuss oder im Getreide aufbrechen. Und das passiert ganz einfach, indem wir das einweichen. In dem Moment, wie wir die Samen und Nüsse einweichen, denken die, alles klar,
Wir haben geeignete Umweltbedingungen. Ich kann es keimen. Die Enzymblocker lösen sich auf, werden abgebaut und wir kommen, wenn wir das Ganze essen, an die Nährstoffe ran. Und zwar bevor der Keimvorgang beginnt. Also nicht so wie die Leute, die jetzt im Keimkasten da was Sprossen essen, sondern wir legen das ein in Wasser und dadurch wird das ausgeschwemmt, danach sauber abspülen, das Wasser wird auch weggekippt und das, was dann übrig bleibt, ist pure Energie. Und das könnten vielleicht auch mal all diejenigen von euch probieren, die sagen, ich habe eine allergische Reaktion auf Pflanzen, Samen, auf Nüsse, auf Getreide oder auf Bohnen aller Art. Macht es einfach mal mit einer kleinen Menge, weicht es ein und ihr werdet sehen, dass sehr, sehr viele Natursachen auf einmal zugänglich sind für euch. So, jetzt noch der letzte Trick, Ende mit Theorie. Ich will euch nur ganz kurz erklären, wie ihr das macht mit dem Einweichen. Ihr nehmt kaltes Wasser aus dem Wasserhahn, schmeißt die Bohnen in eine Schüssel, Wasser drauf, lasst 2-3 cm ruhig länger stehen, weil die sie natürlich auch aussaugen. Lasst es 24 Stunden stehen. Wenn ihr es ganz gut machen wollt, wenn ihr es also wirklich ganz gut machen wollt, dann wechselt ihr ab und zu das Wasser, so alle 12 Stunden vielleicht mal, also ein, zwei Mal wechseln vielleicht, mal kurz durchwaschen, dann wird der ganze Dreck rausgeschwemmt und das Gute bleibt übrig. Ich hoffe, dass das für euch eine gute Information war, dass ihr euch hilft, dass ihr vielleicht dem einen oder anderen hilft zu sagen, hey, ich probiere das jetzt einfach mal aus, weil man muss ja auch sagen, die Nährstoffe, die in Samen und Früchten drin sind, die sind ja natürlich Klassiker. Da ist ja alles drin. In der Haselnuss ist zum Beispiel fast alles, was der Mensch braucht zum Essen. Und viele Menschen essen Haselnüsse und sagen, Mensch, ich habe so einen pelzigen Geschmack im Mund oder ich kriege dann irgendwie im Hals irgendwas. Weicht die einfach mal ein, bisschen ausspülen und dann esst sie und ihr werdet sehen, ist ein Bombenessen, vollwertig und Power. So, ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Halt, ganz kurz. Gleich im Anschluss an dieses Video werde ich ein sogenanntes basisches Brot backen. Das heißt also, ich habe Getreide genommen, habe das eingeweicht, 24 Stunden ausgeschwemmt, habe es dann wieder getrocknet, vermahlen und da ein Brot draus gemacht. Und wer will, der kann sich das Video anschauen. Also Freunde, bis dann, cool bleiben, ciao. Hier auf Start. Jawohl, läuft alles wunderbar. Dann eine Klappe. Hallo Freunde, herzlich willkommen mal wieder zu Chris Hilton, Patente Gesundheitsküche. Ich muss ein bisschen weiter hinterrücken, sonst bin ich nicht voll drauf. Ich hoffe, euch geht's gut und ich schaue die ganze Zeit in das blöde Display und nicht in die Linse. Okay, das ist natürlich klar. Nochmal.